Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Leute, ich habe das Spiel schon mal so ein bisschen angezockt. Da sind schon ein paar Stunden reingeflossen und es macht mir wirklich viel Spaß. Dementsprechend wollte ich das auch mit euch machen. Wir sind in Valheim, ein Spiel, was jetzt schon ein paar Jahre draußen ist in der Early Access. Und ja, ich würde sagen, wir starten ein Spiel. Fangen ganz von vorne an. Wir machen hier einen Charakter. Die Grafik ist, wie ihr seht, ist ein bisschen Pixel-Grafik. Sie ist jetzt nicht mega geil, aber das Setting und so, das passt alles. Es ist wirklich, das macht wirklich Spaß, das muss man wirklich sagen. Hautfarbe lassen wir so. Wir gucken mal, was wir hier so an Haare zur Verfügung haben. Wir nehmen die Frisur, wir nehmen natürlich auch einen Bart. Ja, guck mal hier, den Bösen, den nehmen wir. Haarfarbe lassen wir einfach so, wie es ist. Blond halt auch. Name ist natürlich Zajo. Fertig. Jetzt müssen wir... Genau, ich habe zwei Welten hier. Die würde ich auch beide einfach löschen. Weil die kenne ich ja schon, die Seeds. Wir lassen einfach einen neuen Seed generieren. Der Name ist die Zajo World. Vielleicht aber auch richtig geschrieben. Fertig. So, das ist unser Seed. Wenn ihr jetzt Valheim spielt und ihr wollt diese Welt nachbauen, könnt ihr diesen Seed einfach eingeben, dann bekommt ihr dieselbe Welt, die ich auch habe. Ich spiele das aber grundsätzlich erstmal nur im Singleplayer, also jetzt irgendwie bei mir damit draufkommen, tut ihr denn nicht. Was ich ganz geil finde, ich mag das Bausystem hier, wenn man sich so Häuser baut und sowas, weil man muss auf die Statik achten, denn wenn man nicht auf die Statik achtet, fällt das Haus auch einfach dann mal zusammen. So. Ich sag mal so, looten. Craften, bauen, looten, craften, bauen, looten, craften, bauen. Das ist so das Ding in diesem Spiel. Und, ja, ne? So schaut's im Endeffekt aus. Zwischendurch ein paar Gegner kloppen. Was die Bossgegner angeht, die werden wir irgendwann legen müssen. Aber ich will da gar nicht so den Fokus drauf legen, die dicken Bosse zu legen. Sondern der Fokus soll eher darauf liegen, dass wir... Ja, uns ein schönes Dorf aufbauen. So, ihr könnt lesen, was es hier zu lesen gibt. Ich werde hier nichts vorlesen. Auch wenn ich irgendwie an Runensteine oder so komme, werde ich die vielleicht einmal öffnen. Dann könnt ihr euch das durchlesen, falls euch das interessiert. Und das war's dann auch schon. So. Weil mich persönlich interessiert die Storys in Spielen selten. So. So, dann fliegen Sie uns doch mal zum Ausgangspunkt. Der Rabe. Oha, der hat ja ein bisschen Gold an sich. Hm. Ja, ich sag mal, der Rabe, der begleitet uns noch öfters hier in diesem Spiel. Denn der Rabe gibt uns Aufgaben und Hinweise. Wobei ich die meisten Hinweise ausgeschaltet habe. Das ist aber ein schöner Vogel. Der ist auch nicht schwarz, sondern so ein bisschen bläulich. Schick. Könnte ich mir auch als Haustier vorstellen. Vielleicht nicht so groß, aber sonst. Und da lässt er uns fallen. Schön. So. Wir sammeln schon mal schnell. Ah, wir haben direkt... Guck mal, hier ist Stein. Noch mehr Stein. Holz. So, dass wir irgendwie möglichst schnell unsere erste Axt zusammengebastelt bekommen. Das hier sind übrigens hier unsere Gegner. Das hier ist der Endgegner, der Big Boss. Und das hier ist der erste Gegner. Man könnte sagen, der Tutorial-Gegner. Das sieht man auch so ein bisschen an der Steingröße. Und dann arbeitet man sich hier einmal rechts rum. Das ist ein Hirsch. Das ist ein Baum. Das ist, glaube ich, ein Sumpfmonster. Das hier ist die Drachenmutter. Bin ich gerade überfragt, weil das hier müsste eigentlich der Endgegner sein. Der Big Boss. Aber was ist das denn hier? Kommt der vielleicht vorher noch dran? Ha, mal gucken. So. Ist ja auch egal. So, hier hinter wächst öfters auch nochmal ein bisschen was Schickes.
Guck mal, Pilze. Wichtig. Richtig und wichtig, die Pilze. Hier haben wir Himbeeren. Damit haben wir schon mal zwei verschiedene Nahrungsmittel. Das ist wichtig für das Spiel, zwei verschiedene Nahrungsmittel zu haben. Die werden wir auch direkt essen. So, damit haben wir nämlich einen Lebenspunkte-Buff. Und eventuell können wir auch schon direkt... Nee, da fehlt uns noch ein bisschen Holz für eine Steinaxt. Das heißt, wir begeben uns jetzt in die Gefahrenzone und gehen in Richtung Wald, wo wir ein bisschen Holz sammeln werden. Ah, guck mal, hier liegt was. Oh. Hier liegt auch was. Hier sind wieder ein paar Himbeeren. So, und dann können wir jetzt hier eine Steinaxt bauen. Schön. So, wir wollen, ich sag mal, jetzt als allererstes den perfekten Platz zum Siedeln finden. Was ganz geil ist, wir haben durch unseren Flug schon so ein bisschen aufgedeckt von der Karte. Die große Frage ist, was haben wir da aufgedeckt? Das ist so ein bisschen schwer zu erkennen. Es scheint nicht der Schwarzwald zu sein. Wir wollen nämlich Richtung Schwarzwald. Das ist unser Ziel. Ja, ne? Das ist so ein bisschen das Ziel. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, wir laufen einfach in irgendeine Richtung und decken so ein bisschen die Karte auf. Das ist so ein bisschen der Plan. Hier ist richtig schön sonnig. Laufen wir hier hoch. Wir looten natürlich auch währenddessen so ein bisschen. Ihr seht, ich hab die Grafik wirklich auf Maximum gestellt. Da unten ist Wasser. Wasser ist schon mal nicht schlecht. Wir wollen in die Nähe vom Schwarzwald, liebe Freunde. Wir wollen in die Nähe, nicht in den Schwarzwald. Ganz wichtig. Das ist ein Unterschied. Denn im Schwarzwald ist es richtig gefährlich. Da sind Hirsche und ein Gräuling. So, ich versuche mal so ein bisschen Überraschungsmoment und den einen Hirsch zu legen. Yo, nice. Hirsche zu legen ist gar nicht so einfach. Aber das Fleisch ist sehr, sehr wichtig und auch die Hirschtrophäe ist sehr wichtig. So, wir laufen jetzt erstmal. Hier am Wasser ist es auch nicht ganz ungefährlich. Hier gibt es Nixen, aber die Nixen sind tatsächlich jetzt nicht so gefährlich. Da schwimmt eine, da läuft auch eine. Zu Anfang ist unsere Ausdauer tatsächlich so ein kleines Problem. Aber wir suchen uns jetzt erstmal einen schönen Platz. Wie gesagt, in der Nähe vom Schwarzwald. Das ist ziemlich wichtig, dass wir in der Nähe vom Schwarzwald sind. Alle hopp. Schwimmen ist auch nicht so einfach, weil Schwimmen ist das Problem, dass wir, wie soll ich das beschreiben? Beim Schwimmen ist es so, dass wir Ausdauer verlieren. Wenn wir keine Ausdauer mehr haben, dann ertrinken wir. Ist ein bisschen, nennen wir es mal suboptimal. Guck mal, hier ist ein Feuerstein. Das ist auch sehr wichtig, Feuerstein. Damit können wir nämlich sehr schnell eine deutlich, deutlich bessere Axt bauen. Dementsprechend immer schön schnell Feuerstein mitnehmen. Guck mal, hier wäre jetzt eigentlich eine richtig schöne Ebene, um ein Dorf zu bauen. Problem ist, wir sind wahrscheinlich... Oh, ich sehe da hinten Tannen. Das überprüfen wir gleich mal. Vielleicht sind wir doch schon in der Nähe vom Schwarzwald. Und oh, scheiße. Oha, oh kacke. Keine Ausdauer, das ist ein Problem. Oh Gott, ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Oh. Puh, das war knapp. Das war gar nicht so ohne. Oh je. Also, ich glaube, da hinten ist der Schwarzwald. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Aber, guck mal hier. Hier haben wir Überreste eines Dorfes. Und Überreste eines Dorfes sind gar nicht so schlecht, weil dort kann man öfters mal looten. Aber wir haben hier aber auch Wildschweine. Und die sind tatsächlich ziemlich aggro. Okay.
Hier lief doch noch irgendeins rum. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und hier ist eine Truhe. In der Truhe finden wir Pfeile und eine Fackel. Die Fackel interessiert uns jetzt erstmal nicht so. Aber die Truhe. Und dann sehen wir, da oben ist noch ein Häuschen. Da gucken wir uns auch mal rein. In den Häuschen gibt es öfters mal Bienen. Die werden später interessant. Zum späteren Zeitpunkt. Weil wir Honig brauchen, um Met zu machen. Und Met ist ziemlich wichtig, auf jeden Fall im späteren Spielverlauf. Aber uns interessiert jetzt erstmal hier wirklich so das Loot. Oh, hier, guck mal. Bernstein. Bernstein ist ziemlich wertvoll. Mehr Pfeile. Feuerstein. So. Laufen wir weiter. Wir müssen halt ein bisschen auf unsere Ausdauer achten. Haben wir jetzt eigentlich... Ja, wir haben nur noch roh, wir haben nur rohes Fleisch. Können wir natürlich so nicht essen. Oha. Oh, der hat 2 Sterne. Der ist richtig gefährlich. Der sieht auch gefährlicher aus. Puh. Der hat einen Runenstein bewacht. Oh, hier sind noch mehr. Alter, guck mal, wie schön das hier ist. Kann hier nicht der Schwarzwald in der Nähe sein? Ah, hier, guck mal. Die Trophäen nehmen wir noch mit. Ich öffne einmal für euch den Runenstein. Ihr könnt das lesen, einmal pausieren und lesen, falls euch das interessiert. Ich laufe allerdings direkt weiter. Ich möchte nach da unten. Oh, da hinten ist der Schwarzwald. Leute, wir sind in der Nähe vom Schwarzwald. Nice. Das ist richtig nice. Leute, wir haben unseren Platz zum Siedeln gefunden. Geil. Und das so schnell. Normalerweise brauchst du richtig lang dafür, einen vernünftigen Platz zu finden. Ich habe auch schon mal so 3-4 Nächte verbracht, bevor ich den Platz gefunden habe. Und wir sind, glaube ich, ziemlich... Also, was mit diesem XXL-Baum auf sich hat, habe ich noch nicht rausgefunden. Kann sein, dass es so ist, dass wir... dass der nur Deko ist oder auch, dass wir den besuchen können. Jetzt haben wir das Problem, wir müssen hier rüber. Und ich glaube, das ist zu breit, als dass wir schwimmen können. Aber wir sind ja doof. Wir haben wenig Leben. Das ist echt ein bisschen problematisch. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Klar. Ach du Scheiße. Wir werden so untergehen. Boah, wir verlieren richtig schnell Leben. Oh Gott, oh Scheiße. Oh, Kacke. Oh. Wie knapp war das denn? Holy. Das war richtig knapp. Oh je. Yeah. Alles klar, wir essen mal eben hier wieder was. Ein Pilz und... Ach du Kacke. Da sind Nixen. Ein bisschen Nixenfleisch, ein bisschen Nixenfleisch, ein bisschen Nixenfleisch. Hallo. Schön. So, ich würde, glaube ich, hier ganz gerne bauen. Da hinten ist der Schwarzwald. Der wird materialtechnisch sehr wichtig und so. Guck mal, da hinten, wir haben hier auch so einen Steinkreis. Der könnte tatsächlich was bedeuten. Könnte, muss aber nicht. Das werden wir im späteren Spielverlauf sehen. Oh, hier ist ein Opfer. Wisst ihr, was das ist, liebe Freunde? Hier beschwören wir den ersten Boss. Hier. Ich wollte unser Dorf hier bauen, Leute. Ich wollte unser scheiß Dorf hier bauen. Ich will doch, aber doch nicht in einer Boss-Location. Oh Mann. Bauen wir jetzt in einer Boss-Location unser Dorf?
Das hat schon was von Selbstmord, ne? Da ist der Schwarzwald, da wo die Tannen stehen. Da müssen wir ein bisschen Abstand von halten. Hier so, ich finde den Fluss aber auch ganz schön. Aber hier ist eine Boss-Location. Scheiße. Das Problem ist, also, dass hier eine Boss-Location ist, ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass wir den Boss irgendwann legen müssen. Und wenn wir Pech haben, zerlegt er uns das komplette Dorf, Freunde. Wenn wir Pech haben. Nein. Aber immerhin müssen wir die Boss-Location nicht mehr suchen. Wie schlimm ist das denn? Aber hier so im Fluss ist ganz schön. Muss ich wirklich sagen. Ich würd hier trotzdem ganz gerne das Dorf bauen. Vielleicht hier oben? Wo ich würde ganz gerne direkt am Wasser sein. Ich würde ganz gerne direkt am Wasser sein. Ah, guck mal, eine Truhe. Hier finden wir... Oh, Federn. Erstmal nicht so wichtig, aber hier... Bernstein. So ein Haus ist immer ganz... So eine Ruine ist immer ganz cool. Da kann man nämlich so sein erstes Haus draus bauen, mit dem man... ja. Wie heißt? Wo man erstmal nächtigt drin. Wir laufen mal hier so ein bisschen durch den Wald. In Richtung des Wassers. Hallo Hirsch. Verschon dich heute mal. Oh, ein Gräuling. Der verfolgt uns jetzt bis zum Ende. Und ich glaube, die Nix hat uns auch gewittert. Ah, hier sind Pilze. Schon mal gut. Oh, die Nix hat Angst. Ich laufe noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir eine ähnlich schöne Ecke hier hinten. Hier direkt hinterm Hügel. Wir wollen ja wirklich nicht bei der Boss-Location. Ah, schwierig. Oh, hier sind auch Tannen. Düsterwald, alles klar. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier dringend weg. Wir sind vom Düsterwald hier schon umschlossen. Ach du Kacke. Düsterwald, nicht Schwarzwald. Ja, komm her. Ja, komm her. Okay. Hallo, Hirsch. Ah, hier ist ein Pilz. Nehmen wir mit. Leute, ich würde sagen, weil es jetzt auch so langsam dunkel wird... Wir schnappen uns jetzt das Häuschen hier an der Stelle und bauen das jetzt erstmal zu unserer vorerstigen Unterschlupf um. Wir sind hier wirklich direkt in der Nähe vom Düsterwald, oder? Ja. Da hinten fängt er an. Da hinten sind die ersten Tannen. So, wir machen die Wildschwein mal im Platt hier. Damit der uns nicht nervt. Und dann werden wir etwas tun, was eigentlich richtig dumm ist. Wir werden in der Nähe von der Boss-Location unser Dörfchen bauen. Hier rechts ein bisschen. Mit ein bisschen Abstand zum Anfang, bis wir den Boss gelegt haben. Dann müssen wir auf schnellstem Wege den Boss legen. Damit wir denn in Ruhe unser Dorf hier bauen können. So. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Damit wir dieses Haus fertig bauen können. Oder reparieren können, damit wir denn da in Ruhe drin nächtigen können, wenn die Sonne untergeht. Weil es dürfte nicht mehr lange dauern. So, eine Birke können wir nicht legen. Dafür... Oh, doch. Ist das keine Birke? Also eine Birke können wir tatsächlich mit unserem aktuellen Werkzeug noch nicht legen. Unsere Ausdauer ist halt aus. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, die Schadensberechnung ist hier doch relativ stark. Das bedeutet auch, dass wenn jetzt hier ein Baum umfällt, kann der Baum unter Umständen einen schwächeren Baum mitreißen. Und dann haben wir auf einmal mehrere Bäume hier liegen. Das geht doch ziemlich schnell.
So. Ja, jetzt haben wir gleich erstmal einen Haufen Holz. Alles, was wir tragen können, liebe Freunde. Hier, das meine ich. Der hat jetzt ein paar Bäume mitgerissen. So, das müsste reichen. Wir bauen jetzt erstmal uns einen Hammer. Herstellen. Und dann bauen wir unser Häuschen hier fertig. So. Dafür. Nehmen wir den Hammer in der Hand. Bauen als erstes hier eine Werkbank. Wir bauen eins Holzboden, zwei Holzboden und den zerstören wir erstmal. Hat alles einen Plan. Dann bauen wir hier eine Tür rein. Beenden wir natürlich hier die Wand. Ihr seht schon, es wird langsam dunkel. Das heißt, wir nehmen erstmal, wo haben wir denn verschiedenes? Hier ein Feuer. Das bauen wir vorne in die Tür. Es ist maximal dumm. Aber naja, was will man machen, ne? Können wir reparieren? Ah, so. Reparieren wir. Dann benötigen wir das hier. Und dann bauen wir jetzt ein Dach. Das ist die Frage, welches Dach ist das richtige? Wir gehen mal raus. Fuck, das wollte ich nicht. Scheiße. Das passiert, das wird uns noch sehr oft passieren. Wir brennen. Weil wir das Feuer sehr nah an unsere Hütte gebaut haben. Das wird uns auch jetzt noch öfters passieren, aber es ist jetzt erstmal für den Anfang. So. Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal schnell ein Dach über den Kopf. Fehlende Voraussetzung, uns fehlt Holz. Dann müssen wir jetzt nochmal schnell was legen. Problem ist, nachts sind die Monster deutlich aktiver. Deutlich aktiver. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen bedrohlich. Aber zu den ganzen Tipps und Tricks, was das Thema Monster angeht, vor allem auch Monster in unsere, in unserem Dorf, was wir später bauen. Da werden wir auch so ein paar Tipps und Tricks nachher zu machen. Rollen Sie mal bitte nicht weg. Weil da gibt es ein paar Tricks, damit wir unsere... Oh. Das sind unser Dings reparieren. Einmal brennen bitte. Dankeschön. Benötige ein Dach über unsere Werkstation. Alles klar. Dann kann ich eine Axt bauen? Nee, kann ich nicht. Es fehlen Steine. Ah, jetzt fängt unsere Probleme an. Es fehlen 4 Steine. Wie viele Steine sind es wirklich? Wir haben keine Waffe. Und ich höre ein Monster hier rumlaufen. Irgendwo. Ah, hier sind Steine. 2, 3,
Hier. Können wir eine Axt bauen. Schön. Ich glaube, das sind nur Nixen. Die sind ja jetzt ja nicht so bedrohlich. So, gib mir das Holz, was ich brauche. Gib mir das Holz. Ist mir sehr wichtig, das Holz zu bekommen. Ah. Das war ein bisschen Holz, das wird uns aber nicht reichen. Wir versuchen unser Glück. Noch. Das machen wir von drin. Nein. Hallo, mein Freund. Hi. Interessant wird's auch, wenn später eine Monsterflut auftaucht. So, Holztür schließen. Denn wollen wir jetzt hier können doch hier ein Spitzdach aufbauen, oder? Ne, dafür müssen wir erstmal wie ich das hasse. So. Ich würde da aber ganz gern offen lassen. So vielleicht. Ah, lol. So vielleicht. Würde das eventuell schon reichen, damit wir die Werkbank benutzen können? Yo. Sehr geil. So, dann können wir jetzt erstmal kostenlos alles reparieren, was wir haben. Ist nämlich kostenlos. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir haben jetzt einen Hammer in der Hand, das heißt, wir benutzen jetzt hier, wir machen uns erstmal so einen Fleischspieß. So. Dann können wir uns schon mal Fleisch braten. Bam. Geil. Das ist der nächste Power-Bonus, den wir bekommen. Müssen wir jetzt darauf achten, dass die nicht verbrennen, weil es geht sehr schnell. So, damit sind die gut. Das heißt, die futtern wir jetzt erstmal. Lecker. So, die nächsten zwei ran. Und dann bauen wir jetzt noch ein Bett hier rein. Damit wir Möbel. Oh, uns fehlt. Was fehlt uns denn? Fehlende Voraussetzung. 8 Holz. Ah je. So, warte, die holen wir jetzt hier gleich nochmal runter, wenn die fertig sind. So, könnten wir jetzt vielleicht schon eine Feuersteinaxt bauen? Yo, nice. Sehr geil. So, dann holen wir uns die Feuersteinaxt. Tür auf. Wir verbrennen so ein bisschen vor uns her. Es ist aber nicht schlimm. Ja, ich glaube, wenn wir den Baum hier auseinandergenommen haben, da haben wir auf jeden Fall genug. Aber es wird auch schon wieder hell.
Ah, vielleicht täusche ich mich auch, es wird noch nicht wieder hell. So, den nehmen wir nochmal eben auseinander. Sag mal, später, wenn wir auch eine bessere Rüstung und so haben, dann würde ich auch einfach sagen, dass wir nachts einfach Rohstoffe sammeln und tagsüber bauen. Wir werden als allererstes werden wir ein Lager bauen, Freunde. Als allererstes werden wir ein Lager bauen. So. Es ist wirklich eng hier drin. Muss man wirklich sagen. So. Ich glaube, die Werkbank zerstören wir. Ja. Ich glaube, das ist besser. So. Oh, insgesamt sehr... Das ist auch sehr, sehr klein gebaut hier drin. Haben wir irgendwas in der Truhe drin? Ne, nur eine Fackel, ne? Ja, dann würde ich sagen, die zerstören wir auch. Ah, können wir nicht, weil wir die Werkstation hier nicht haben. Aber es dürfte vielleicht reichen, damit wir hier vernünftig rein und rauskommen, jo. So, wir kochen nochmal im 2. Danach legen wir uns schlafen. Und am nächsten Tag geht's denn weiter. Liebe Freunde, ich hoffe, du hast Bock auf Valheim. Da würde ich mich mega drüber freuen. Wirklich, das ist ein Spiel, was macht mir wirklich Spaß. Gerade wenn es nachher darum geht, die großen Häuser zu bauen. Richtig, richtig geile Häuser zu bauen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und es ist ein bisschen Unglück oder Glück im Unglück, dass wir jetzt... Es ist ein bisschen Glück im Unglück, dass wir, oder Unglück im Glück, kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, dass wir die erste Boss-Location einfach quasi in unserem Dorf haben. Es ist jetzt nicht nur positiv, aber es ist jetzt auch nicht sehr schlimm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir anfangen werden, unser erstes eigenes Haus zu bauen. Wir werden mit einem Lager beginnen. Ich sag mal, hier schlafen und kochen können wir erstmal. Das ist jetzt nicht das, wo wir drin enden wollen, aber es reicht für den Anfang. Wir werden mit unserem Lager beginnen. Und falls ihr euch fragt, warum habe ich das hier offen gelassen? Wir können auch an einer Rauchvergiftung sterben. Auch auf sowas müssen wir achten. Also das Bausystem ist wirklich durchdacht. Bis dann, danke und ciao.